durch die Auswahl der beteiligten Künstlerinnen und Künstler die Vielfalt der regionalen Kunstszene in den Fokus genommen wird. Dass Bielefelder Künstlerinnen und Künstler von Bielefeld Marketing gefördert werden. Ja, dass man damit natürlich Bielefelder KünstlerInnen in ihrer Tätigkeit im Laufe dieser immer noch fortwährenden Pandemie möglicherweise unterstützen kann. An der Bielefelder Kunstedition gefällt mir besonders, dass jetzt auch die bildenden Künstler der Stadt ein Teil der Marke Bielefeld sind. An der Idee der Bielefelder Kunstedition gefällt mir, dass Arbeiten Bielefelder KünstlerInnen sichtbar werden. An der Bielefelder Kunstedition gefällt mir besonders, dass Bielefelder KünstlerInnen unterstützt werden und das nicht nur durch die generierten Einnahmen, die größtenteils an die KünstlerInnen gehen, sondern eben auch durch eine gewisse Sichtbarkeit, die generiert wird. Bielefeld hat eine vielfältige Kunst und Kultur zu bieten und das sollte auch so nach außen getragen werden. Die Aufmerksamkeit auf die regionale Kunstszene gerichtet wird. Mir gefällt hier, dass Künstler lokal und unmittelbar unterstützt werden. Weil sich dadurch für mich die Möglichkeit bietet, ein neues Publikum zu erreichen und vielleicht den einen oder anderen zu animieren, einmal ins Atelier zu kommen, um sich Originale anzuschauen. Weil meine Arbeiten so einem größeren Publikum präsentiert werden und zu einem günstigen Tarif erworben werden können. Weil sich natürlich dadurch für mich eine weitere Möglichkeit bot, meine Kunst sichtbarer zu machen. Ich habe mich an dieser Kunstedition beteiligt, weil ich sehr gerne zu der Marke Bielefeld beitrage. Ich mag diese Stadt und naja, Geld verdienen ist auch super. Ich habe mich an der Bielefelder Kunstedition beteiligt, weil ich hier lebe. Ich habe mich an der Bielefelder Kunstedition beteiligt, weil ich es wichtig finde, auch mal Bielefelder KünstlerInnen ein Gesicht zu geben und damit die reiche Vielfalt an Bielefelder Kunst und Kultur nach außen zu tragen. Wenn sich jemand einen Druck hinhängen könnte, wenn er oder sie sich das Original nicht leisten kann. Weil ich das Gefühl habe, hier ein erweitertes Publikum unabhängig vom eingeschränkten Ausstellungsbetrieb erreichen zu können. Dass das unmöglich ist, weil das Interessante an der Malerei genau das ist, etwas zu zeigen, was durch Sprache nicht auszudrücken ist. Dass es sich um flächige Kugelpanoramen handelt, die auch als Fotokugel präsentiert werden können. In einem Satz zusammengefasst, eine Atmosphäre, die Auffassung eines subjektiven Moments zerpflückt, in Einzelteile neu arrangiert und wieder zusammengefügt. Bei dieser Arbeit berührt mich besonders die poetische Schönheit des Moments, der mir sofort eine wunderbare Geschichte erzählt. Und wenn ich meine Arbeit in einem Satz zusammenfassen müsste, sage ich, wildes Denken ist wichtig. Ein Zitat von Helene Sijoux: Wir, die wir Sonnengräser sind, Ozeantropfen und es so oft vergessen oder nicht wissen und uns dann für Angestellte halten. Ein grobkörniges, etwas rohes Filmstill aus meiner Arbeit Memories and How to Get Them, das eine Gruppe von Menschen in der syrischen Wüste zeigt. Die erste Frage beantworte ich so, weil es so leicht war. Die zweite Frage beantworte ich so, weil es so leicht ist. Und die dritte Frage nach dem Lazy Monday Afternoon beantworte ich mit unserem Kater, weil es gemütlich ist, ob Montagnachmittag oder wie jetzt gerade Mittwochabend.